Wissen Sie, worüber keiner sprechen will? Hass. Ich weiß alles über Hass. Er fängt in den Eingeweiden an. Tief da unten. Da entsteht er und wühlt einen auf. Dann erhebt er sich. 10 von 100.000 hören wieder meine Tracks. Zeit für Schädelöffnungsschritte bei stabiler Inzidenz. Und sei dir sicher, dass da kein Vakzin dagegen wächst. Bist du erst infiziert und dich nach dem Release ein bisschen weg. Von den sprachlichen Höhenflügen havarieren mir die Fans. Stürzen ab und hört plötzlich wieder den allerletzten Dreck. Keine Sorge, ich schau kurz mal aufs Tippvisite vorbei. Und euer Freudenfest wird zu einer Killing Spree overhyped. Ich besteh nicht aus gut geöltem Hitmaschinenmetall. Ein dreckiges Grinsen erstick ich wie Listerine im Keim. Aber hallo, ich mach hier doch keine Vollster, halbe Spaß und keine Fahrstuhlmusik, das ist unsere slowakische Darkroom. Jede Zeile trifft, ich schreib keine Rockrepierer, nein. Ich steh für ein kleines Stück Nordkorea in Deutschland. Erarbeit mir ein Standing als Volksverhetzer des Zeusal. Beintorcher Kill, der Großmembran, man ist Neumann. Wut geladen, schieß ich dumme Plagen kaputt und treff damit dem Mainz Schwarze bei den vulnerablen Gruppen von Missgeburten, die denken, dass sie immer alles besser wüsste. Doch wer dem so, würden sie ungefragt von mir buckeln oder sich zumindest ducken. Arschgeier will fressen. Ich bin ein noch viel zu netter Hardliner auf Xanax. Und die inhaltlich meist trockenen Themen plus der trockene Humor sind direkt doppelt ästhetisch. Du solltest dir alles, was ich sage, kalligrafisch auf der Lebenslinie mitnotieren. Jede Silbe, jede kleine Hasstirade gibt dir vielsagendes negatives Biofeedback. Ich hab mehr von Hohenzollern als der Rosa Nostra. Mach aus deinem Rosenmontag einen roten Sonntag. Denn ich hab so ne toxische Persönlichkeit. In Organismen zirkuliert mein Wortgewicht wie Schwermetall. Du arbeitest 9 to 5, ich arbeite 9 to 9. Und tausch gegen Einsamkeit jede deiner Feiern ein. Denn ich hasse Clubs und das gesellschaftliche Leben. Also wieso sollte ich dort denn irgendjemandem begegnen, der mich verstehen könnte? Ich hab für all jene, die ähnlich denken, eh nicht mehr als Häme in der hemisphären Gegend. Sogar Hater finden meine Lyrics an sich genial und deshalb ist mir, was Hater sagen würden, ganz schön egal. Manchmal muss man auch mal was verlieren, um es wertzuschätzen. Gut, ich probier das mal mit Desinteresse und höre dir zu. Aber hilfreich sein ist nicht gleich hilfsbereit. Frag nicht, was ich sagte, dafür hab ich leider nicht die Zeit. Und fragst du mich später nochmal das Gleiche, fühl ich mich zu alt. Der anderen Individuen leid lässt mich psychisch kalt. Ich ring dir widerwillig Respekt ab angesichts meines Levels der nihilistischen Sprecher. Pech, schwarze Tinte für die gleichkarierten Denkmuster. Ich reich dir mit Zeit und Spiegel, Leitartikeln, Stressfutter. Spürst du diesen Peitschenhieb im Herzmuskel? Mir fehlt wohl das nötige Feingefühl im Erbgut. Und jetzt interpretier da bitte rein, was du willst. Aber mach mir nichts zum Skinhead oder weißen Rassist. Ich steh im BND-Register unter Staatsgeheimnis. Denn ich hab den Appetit von Armin Meiwes und die charmante Seite von Anders Breivik. Ja, alles, was ich sage, kalligrafisch auf der Lebenslinie mitnotieren. Jede Silbe, jede kleine Hasstirade gibt dir vielsagendes negatives Biofeedback. Ich hab mehr von Hohenzollern als der Rosa Nostra. Mach aus deinem Rosenmontag einen roten Sonntag. Denn ich hab so ne toxische Persönlichkeit. In Organismen zirkuliert mein Wortgewicht wie Schwermetall. Hass erhebt sich schnell und gewaltig wie ein Vulkan. Er bricht mit heißem Atem aus. Die Augen weiten sich vor Erregung. Man presst die Zähne so aufeinander, dass man denkt, sie zerspringen.